möchte nun den letzten Referenten des heutigen Vormittags vorstellen, Patrick Möller. Referat steht schon oben, künstlerische und ökonomische Potenziale des transmedialen Erzählens. Und auch das schließt wieder an die Biografie von Herrn Möller, kommt ebenfalls aus Berlin. Er ist Inhaber der Seite ARG Reporter. Er berichtet seit einem halben Jahrzehnt über medienübergreifende Marketingprojekte im Gaming-Bereich. Er ist Freelancer für Transmedia Storytelling, Social Media Marketing und Community Management. Und zuvor war er 5 Jahre lang für die VM People GmbH in Berlin tätig und hat dort den Bereich Alternate Reality Games aufgebaut für Marketing und hat unter anderem verschiedene Projekte realisiert für Roland Berger, Römer Knau, Lüppe oder auch Hoffmann und Kampe. Und Herr Möller ist bereits audiovisuell festgehalten auf unserer Website in dem kleinen Bericht zur Storydrive in Frankfurt. Stellte das Projekt Transmedia Storytelling vor mit dem Transmedia Manifest, was irgendwie so ein großer Anker wie das dadaistische Manifest war, einfach toll. Also ich bitte, künstlerische und ökonomische Potenziale des transmedialen Erzählens. Ja, dann auch von mir nochmal herzlich willkommen und ich überspringe einfach mal die ersten Folien, weil die Einleitung gab es ja schon. Also es ist meine Kollegin Dorothea Martin, mit der zusammen ich die Imaginary Friends, eine kleine Agentur aufgemacht habe, wo wir halt Transmedia Storytelling für Unternehmen anbieten im Bereich Konzeption, Beratung, aber auch Umsetzung. Wir sind aber eigentlich keine wirkliche Agentur, sondern eher ein Netzwerk. Das heißt, wir greifen auf unseren Pool zurück. Also da ist schon das Kollaborative auch mit drin. Wir greifen auf diesen Pool von Drehbuchautoren, Autoren, Technikern, Kameraleuten, Tontechnikern, Webdesignern und so weiter zurück. Und können da quasi sehr viel anbieten. Vielleicht, bevor wir richtig einsteigen, möchte ich noch einen ganz kurzen Schwenk machen auf die Geschichte des Geschichtenerzählens. Und zwar hat Muriel Rukeyser einmal gesagt, "The universe is made of stories, not of atoms." Und vor diesem Hintergrund habe ich einfach mal ein paar Bilder mitgebracht, die schon beweisen, dass es eigentlich schon seit Urzeiten kollaboratives Geschichtenerzählen gibt, wie zum Beispiel hier diese Szene, eine Höhlenmalerei, die sicher nicht von einer Person angefertigt wurde, sondern von mehreren und die gleichzeitig aber auch eine in sich tragende Geschichte erzählt, nämlich die einer Jagd auf diese Büffel, die hier von den Figuren vor sich hergetrieben werden. Eine andere Art des Geschichtenerzählens finden wir dann zum Beispiel in den Schattenspielen, wo eine Person, hier ein älterer Herr, mit seinen Händen quasi eine Figur bildet vor einem Licht. Das wirft einen Schatten an die Wand und die Zuschauer imaginieren dann ihre eigene Geschichte. Wenn ich Ihnen dann noch Gustav vorstellen darf, Gustav ist tatsächlich auch eine imaginäre Figur, die wir für ein monatliches Treffen eingeführt haben, das ist das Transmedia Storytelling Berlin Treffen, das findet einmal im Monat statt und Gustav ist quasi so unser Mädchen für alles, wenn es darum geht, unsere Teilnehmer mal wieder daran zu erinnern, dass ein neues Treffen bevorsteht, dann verschickt er die ganzen E-Mails und auch da findet inzwischen ein Austausch statt mit unseren Mitgliedern, die ihm dann dafür danken oder die ihm sagen, okay, heute kann ich mal nicht, aber beim nächsten Mal bin ich wieder mit dabei, also auch da sind schon Geschichten im Entstehen. Und ich möchte Ihnen ganz gerne die Potenziale heute aufzeigen, eigentlich anhand, Sie haben das ja gerade schon eingeleitet, des Transmedia Manifests, das wir im letzten Jahr mit einer Gruppe von 8 Personen hier auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt haben, was wir ausgearbeitet haben, was den Hintergrund hat, das möchte ich auch nochmal vorneweg schicken, und zwar einfach nur, was den Auftrag hat, Ideen und Potenzial für Ideen zu geben und nicht etwas in vorgefertigte Formen zu pressen. Also all das, was wir jetzt gleich sehen, soll dazu dienen, dass Sie im Endeffekt darauf aufbauend etwas komplett Neues, komplett anderes machen können. Und dieses Transmedia-Manifest, was Sie im Internet auch unter transmedia-manifest.com finden, besteht aus 11 Thesen und die erste davon lautet Claiming Reality. Also sprich, wir wollen versuchen, die Realität mit der Fiktion zu vermischen. Und da habe ich gleich ein erstes Beispiel mitgebracht, was hoffentlich abspielt.
lädt noch, kleinen Moment. Dieses Beispiel, vielleicht hat es der eine oder die andere von Ihnen schon gesehen, ist ein TED-Talk. Eigentlich sollte auch Ton kommen. Ah, okay. The bottomlessly of Arabia, but very much an Englishman, favored pinching a burning match between his fingers to put it out. When asked by his colleague, William Potter, to reveal his trick, how is it he so effectively extinguished the flame without hurting himself whatsoever? Lawrence just smiled and said, the trick, Potter, is not minding it hurts. The fire that danced at the end of that match was a gift from the Titan Prometheus, a gift that he stole from the gods when Prometheus was caught and brought to justice for his theft. The gods, well, you might say they overreacted a little. The poor man was tied to a rock as an eagle ripped through his belly and ate his liver over and over. Day after day, ad infinitum. All because he gave us fire, our first true piece of technology. Fire. An dieser Stelle unterbreche ich das Video mal. Wie gesagt, vielleicht hat es der eine oder die andere auch schon gesehen. Das Ganze ist Teil einer relativ großen Marketingkampagne gewesen für einen Kinofilm, der bei uns aber erst noch in die Kinos kommt, im August nämlich diesen Jahres. Der Titel ist in diesem ersten Clip auch schon gefallen. Es geht nämlich um Prometheus, also quasi das Prequel zu Alien, zu dieser ganzen Alien-Trilogie, wie wir sie schon kennen. Das Besondere daran ist aber, dass das Ganze hier eingebettet ist in einen TED-Talk, den wir eigentlich bisher immer ganz anders wahrgenommen haben, nämlich als einen Technologietalk, wo tatsächlich Experten, Menschen eingeladen wurden, wirklich auch reale Personen eingeladen wurden, die über ein interessantes, ganz wichtiges Thema, spannendes Thema berichtet haben, neue Einblicke in dieses Thema gegeben haben. Und in diesem Fall wird aber ein ganz anderer Weg gewählt. In diesem Fall handelt es sich um einen TED-Talk aus der Zukunft, nämlich aus dem Jahr 2023. So wird es uns hier zumindest vorgespielt. Und die Person, die wir sehen, ist Peter Weyland, der Firmeninhaber von Weyland Industries, also dem Unternehmen, was mit seiner Technologie es überhaupt erst ermöglicht, in den Weltraum vorzudringen und da überhaupt diese ganzen Untersuchungen anzustreben. Und damit, mit diesem Video, macht diese Marketingkampagne aber für sich selber schon einen ersten Schritt in die Realität. Denn sie behauptet nicht mehr länger Fiktion zu sein, sondern sie geht über die Grenze hinaus in eine neue Welt. Und da kommen wir dann eigentlich auch schon zur zweiten These, nämlich zu den Rabbit Holes. Rabbit Holes sind Einstiegselemente in solche Geschichten, in solche durchaus auch kollaborativen Geschichten. Also der Begriff selbst kommt aus dem Bereich, nicht aus dem Bereich, sondern eigentlich aus den Werken von Lewis Carroll aus Alice im Wunderland, die ja das weiße, kleine weiße Kaninchen, was nie irgendwie Zeit hat und immer zu spät kommt, verfolgt und bis es irgendwann in einem Kaninchenbau verschwindet und Alice folgt ihm auch da hinein, fällt in diesen Kaninchenbau hinein und taucht im Wunderland wieder auf. Und deswegen benutzen wir diesen Begriff und sagen, okay, es muss in einer Geschichte auch immer verschiedene Einstiegsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Experiencer, erlebenden Gruppen geben, weil es auch durchaus sein kann, dass man mal eine längere Zeit keine Zeit hat, an einer Geschichte teilzunehmen, trotzdem aber irgendwann später wieder eintauchen möchte und so oder auch vielleicht ganz andere Interessen vorliegen von Anfang an. Und da ist es halt wichtig, genügend verschiedene Rabbit Holes anzubieten. Und eines dieser Rabbit Holes sieht zum Beispiel wie folgt aus, auch das lädt gerade ein bisschen. Thank you.
So, das war noch wichtig, dieser Schluss. Und zwar hat das Ganze stattgefunden auf dem Banneroo Festival, einem großen Musikfestival, und stellte den Anfang einer Geschichte dar. Also das heißt, noch bevor überhaupt das allererste Wort erzählt wurde, wurde hier ein Rabbit Hole auf eine riesengroße Menge an Leuten, nämlich auf die Teilnehmer dieses Festivals, losgelassen, um sie einzuladen, an dieser Geschichte teilzunehmen. Und es bleibt jedem natürlich selbst überlassen, ob er das möchte, ob er diesen Weg dann auch wirklich geht oder nicht. Aber zumindest der erste Schritt ist schon mal gemacht, und hier wurde es halt durchgeführt, indem man mittels dreier Fluggleiter, die über das Gelände, das Festivalgelände flogen und hinter sich her verschiedene Säcke ausschütteten mit diesen kleinen Flugobjekten, die dann langsam zu Boden rieselten und ein Blinkobjekt angeschlossen hatten. Da wurde halt versucht, die Aufmerksamkeit darauf zu steuern, was natürlich sehr gut gelungen ist. Und auf diesen Objekten selbst gab es dann den ersten Hinweis, wie man in diese Geschichte hineinkommen kann. Also das heißt, wir haben hier eigentlich so ein bisschen eine Mechanik. Wir haben noch nicht wirklich, wie ich schon sagte, die Geschichte, sondern wir haben erstmal den Hinweis, okay, wie kann man überhaupt jemanden in diese Geschichte hineinbringen. Und auf diesen kleinen Flugkörperchen stand dann halt zum Beispiel das Mission Icefly mit drauf, was wir in diesem Videoclip auch als URL später gesehen haben. Das konnte man aufrufen und fand dort, hier haben wir noch einen kleinen Ausschnitt ganz zu Ende des Videos gesehen, fand dort zum Beispiel weitere Ausschnitte von einem solchen Video. Und die mussten nach und nach wieder hergestellt werden. Und so setzte sich das Ganze überhaupt erst zu einer Geschichte zusammen. Und das Besondere daran war, dass man das nicht alleine machen konnte, sondern man brauchte immer die Hilfe von anderen und konnte auch in der Realität weitere Dinge entdecken. Aber das zeigt schon sehr gut und sehr deutlich, was es überhaupt für Möglichkeiten von Rabbit Holes geben kann. Ein Rabbit Hole muss jetzt nicht immer so aufwendig sein, das kann auch was ganz Einfaches sein. Das kann zum Beispiel auch dadurch bestehen, dass bei einem Buch, bei einer Buchgeschichte, auf dem Buchcover zum Beispiel eine Telefonnummer abgedruckt wurde. Und diese Telefonnummer nicht einfach nur abgedruckt ist, weil es nett aussieht, sondern dass ich dann als Leser dieses Buches die Telefonnummer auch anrufen kann. Und dahinter befindet sich dann ein Anrufbeantworter beispielsweise, durch den ich weitere Informationen zum Buch erfahren kann. Das ist dann natürlich wiederum nicht so kollaborativ, aber es bietet mir zumindest als einzelnem Leser des Buches einen Mehrwert gegenüber der Geschichte. Dann ist die dritte These, dreht sich darum, dass es sich im Transmedia Storytelling auch immer darum geht, ein großes Universum aufzumachen, also nicht einfach nur auf meinem kleinen Planeten zu bleiben, sondern die Geschichte auch wirklich auszudehnen über die verschiedenen Medien, die mir zur Verfügung stehen und die auch den Teilnehmern zur Verfügung stehen. Teilnehmer sind in diesem Fall immer diejenigen, die man eigentlich gar nicht mehr als Teilnehmer bezeichnen kann, sondern die man eher als die Erlebenden, die Experiencer bezeichnen sollte, weil die Teilnahme auf so unterschiedliche Art und Weise erfolgen kann, nämlich durch Hören, Sehen, einfach durch Mitmachen, durch Fühlen. Also im Endeffekt werden alle Sinne angesprochen bei einem solchen Transmedia Storytelling Projekt, wie zum Beispiel bei diesem hier. Das Wilde Dutzend ist eigentlich ein kleiner Buchverlag aus Berlin, die sich selber aber auch auf die Fahne geschrieben haben, Laden, Loge und Verlag, und zwar für Rätselhaftes und Verborgenes. Und dieser kleine Verlag, der führt durch und durch Transmedia Storytelling aus, und zwar indem er um sich herum und um seine Bücher herum ein Story-Universe immer weiter aufbaut. Und hier sieht man jetzt erstmal sehr schön, wie sie das auch mit dem Logo schon machen. Im Logo selbst finden Sie schon einige Objekte, die, wenn Sie stärker danach suchen, im Internet zum Beispiel, deren Bedeutung vertiefen können, herausfinden können. Aber das Besondere dabei ist, mit jedem neuen Buch, was in diesem Verlag erscheint, kommen auch neue, ich nenne es jetzt mal Planeten, in dieses Story-Universum hinzu. Und zwar ist jetzt vor kurzem das Buch Wer kann für böse Träume herausgekommen. Das ist eine Anthologie zu den Gebrüdern Grimm, zu den Märchen der Gebrüder Grimm, die ja kollaborativ im Endeffekt, wenn man so möchte, auch Geschichten eher gesammelt haben. Und dieses Buch ist ebenfalls kollaborativ entstanden. Hier haben 15 Autoren eben eines dieser Märchen jeweils bearbeitet, neu
interpretiert und neu zusammengefasst. Dann gab es 15 Illustratoren, die an diesem Buch mitgearbeitet haben, und herauskam im Endeffekt dieses Hardcover-gebundene Buch. Aber jetzt ist das natürlich noch nicht alles. Also ein Buch ist schon schön, aber das, was drumherum passiert, das ist noch viel, viel wichtiger, noch viel interessanter, weil der Verlag führt zum Beispiel einmal im Monat einen Pen-and-Paper-Abend durch und lädt einen inzwischen relativ festen Kern an Teilnehmern zu diesem Abend ein. Und dann werden Geschichten aus dem Buch weiter vertieft. Die werden einfach weiter gesponnen. Das heißt, ich lerne die Charaktere, wie zum Beispiel das Rumpelstilzchen, beziehungsweise im Buch heißt es jetzt das Rumpel, oder ich lerne den Hasen und den Igel kennen, oder wer auch im Buch vorkommt, wer auch in den Märchen vorkommt, das Rotkäppchen, der böse Wolf, die kann ich in diesen Pen-and-Paper-Abenden vertiefend kennenlernen und spiele quasi in der Gruppe zusammen die Geschichte weiter. Ich entwickle sie auch wirklich weiter als Teilnehmer, indem ich einfach da sitze, indem ich einfach mit allen zusammen meine Ideen mit einbringe und außerdem noch meinen Charakter weiter ausbilde. Aber auch das ist jetzt noch nicht alles. Das wäre jetzt auch wieder nur ein weiteres Element. Es gibt dann zum Beispiel noch das sogenannte Grimm's Dinner. Das ist eine Abendveranstaltung, bei der es durchaus auch was zu essen gibt, bei dem man selbst auch hier einen Charakterbogen überreicht bekommt, den man im Endeffekt mit seiner eigenen Figur ausfüllen muss. Und während man isst, ist es ein bisschen vergleichbar vielleicht wie ein Krimi-Dinner, falls das schon mal der eine oder die andere mitgemacht hat. Nur, dass es hier nicht darum geht, einen Mörder zu suchen, sondern dass es hier darum geht, die Geschichten des Buches auch wieder zu vertiefen, noch tiefer einzusteigen und noch stärker zu vergegenwärtigen, noch mehr in die Realität hineinzuholen. Das Ganze geschieht übrigens über eine Hauptfigur, die Teil dieses ganzen Universums ist, und das ist die Adele, die ich hier im Hintergrund mal an die Wand geworfen habe. Außerdem sehen Sie im Hintergrund schon einen Teil Ihres Salons, was gleichzeitig auch Teil des Ladens bzw. des Verlagsgebäudes ist. Und diese komplette Wand wurde bei der Eröffnung von Besuchern der Veranstaltung, also der Eröffnungsveranstaltung, mitgestaltet, die entscheiden konnten, welche Objekte und Artefakte der Vergangenheit zum Beispiel in den Bilderrahmen aufgehangen werden sollten und so weiter und so fort. Aber die Adele selbst, die Hauptfigur, die führt tatsächlich durch verschiedene Jahrhunderte hinweg, jetzt halt im Jahrhundert der Gebrüder Grimm, in die verschiedenen Geschichten ein. Und hier sehen wir noch einige Beispiele von Geschichten, die jetzt beim ersten Buch zum Beispiel schon erlebt wurden. Da sehen wir zum Beispiel hier unten eine Studentenversammlung, also eine Geburtstagsfeier, die quasi miterlebt werden konnte. Dann eine Destillation, die aufgesucht wurde, von der leider nicht mehr viel übrig blieb, im geschichtserzählerischen Sinne, aber natürlich alles nur. Und hier sehen Sie dann ein paar Beispiele, wie ein solcher Abend ausschauen kann, wenn die Leute also zusammenkommen, die Teilnehmer, um diese Geschichten voranzutreiben. Im Mittelpunkt steht hier natürlich der Hauptgeschichtenerzähler, der hier auch im Zentrum hinten in der Mitte sitzt und der die Geschichte als solcher versucht zu steuern, natürlich immer auf Basis der Geschichten im Buch, um da einen Grundrahmen zu haben. Aber ansonsten entwickeln sich die Geschichten auch völlig frei. Also es gibt dann wiederum auch keine Grenzen. Es gibt halt nur die Basis des Buches. Das Ganze kann man übrigens inzwischen auch im Internet verfolgen. Also einige der Figuren, die an diesen Abenden teilnehmen, haben inzwischen eigene Profile im Internet, auf Facebook überwiegend, wo sie dann durchaus auch von diesen ganzen Abenden und von diesen ganzen Abenteuern, die sie haben, berichten. Eine weitere These, die wir aufgestellt haben, ist die der Interaktivität, nämlich dass der Erlebende oder die Erlebende immer auch die Möglichkeit haben sollte, zum Beispiel mit fiktiven Charakteren der Geschichte zu kommunizieren oder auf irgendeine andere Art und Weise mit der Geschichte in Interaktion zu treten. Wobei Interaktion, haben wir jetzt auch in vorangehenden Beiträgen schon gehört, ist noch eine sehr starke Definitionssache, gerade im Bereich Transmedia Storytelling. Wenn man sich da anschaut, was in diesem Video zum Beispiel gezeigt wird,
No? I need your help. Also so wie es in diesem Video gezeigt wird, wird hier die Interaktion als solche verstanden, indem ich direkt mit der Geschichte, die Geschichte auch beeinflussen kann. Also das heißt, die Geschichte, aus der Geschichte heraus können mich Figuren zum Beispiel anrufen auf mein Handy, können mir Befehle geben, ich kann darauf reagieren, ich kann aber auch sagen, das ist mir irgendwie zu heikel, das mache ich nicht. Aber ich kann mit meiner, per Augmented Reality, ich kann mit meiner Umwelt kommunizieren, die neu entdecken, Objekte dort entdecken, wie zum Beispiel die Kathedrale, um die es hier ja auch ging. Energiefelder kann ich damit aufspüren. Und all das spielt in den Bereich Interaktivität mit rein, der aber ja eigentlich auch so ganz einfach in Bereichen geprägt ist. Einfach muss ich jetzt ein bisschen relativieren, auch manche Brettspiele sind extrem aufwendig und leicht undurchschaubar, aber grundsätzlich aus den Bereichen Pen and Paper, aus LARPs, aus MMORPGs, also all das, was ich da eigentlich schon vielleicht gelernt habe zur Interaktion oder vielleicht auch aus den etwas älteren Semestern, was ich damals noch in Point-and-Click-Adventuren gemacht habe, wie hier jetzt zum Beispiel im Monkey Island, oder aber was ich auch heutzutage machen kann in den sogenannten Social Games auf Facebook, auf Google Plus. Also all die Interaktionen, die ich da machen kann, die kann ich im Endeffekt auch, wenn ich es richtig anlege, auf mein transmediales Storytelling-Projekt hinüberlegen und kann sie auch dort anwenden. Damit kommen wir dann eigentlich schon zur nächsten These, nämlich, dass meine Geschichte, die ich erzähle, immer auch dem Experiencer ermöglichen sollte, selbst eigene Inhalte zu erstellen. Vielleicht weiß ja jemand, was hier passiert oder wer hier oder wohin das Ganze führen soll, sagen wir es mal so. Nach wem sehen diese Personen nachher aus? Ja? Genau. Und zwar ist das Ganze Teil eines Alternate Reality Games gewesen, was ja eine Subkategorie ist des Transmedia Storytellings. Und eine der Aufgaben innerhalb des Alternate Reality Games von The Dark Knight, also bevor der Film in die Kinos kam, bestand darin, sich als Joker vor einem, ja, wenn man so möchte, vor einem Wahrzeichen der eigenen Stadt erstmal zu schminken und dann auch so aufzutreten. Die Gruppe, die das hier gemacht hat, die wurde auch dann gleich von zwei Touristinnen angesprochen, die auch mit aufs Bild wollten, die sich aber nicht schminken wollten. Aber auch so hat das quasi schon seine Kreise gezogen. Das heißt, auch die haben da mit Sicherheit zu Hause von erzählt, weil auch sie haben da Bilder von gemacht. Und auch das hat alles mit dazu beigetragen, dass weiterer User-Generated Content entstanden ist. Das ist jetzt natürlich nur eine Form, wie sowas sein kann. Wir haben darüber hinaus natürlich ganz viel mannigfaltige Möglichkeiten, wie zum Beispiel Fanfiction, wie wir das im Bereich von Pottermore, von Joan K. Rowling kennen. Wir haben, oder auch aus der Biss-Reihe, vielleicht hat das jemand gelesen. Aber auch das ist sehr mannigfaltig. Und dann gibt es halt noch die These, dass wir uns im Grunde mit all unseren Geschichten nicht auf ein Medium beschränken wollen, sondern tatsächlich die Stärken der verschiedenen Medien ausnutzen wollen, was einfach auch daran liegt, dass uns heutzutage so viele Medien zur Verfügung stehen, eigentlich schon viel zu viele, dass es eigentlich wie so ein Kuddelmuddel aussieht. Aber wenn wir für
die Erzählung, die wir durchführen möchten mit unserem Projekt, mit unserer Geschichte, wenn wir da die richtigen aussuchen, dass dann die Geschichte auch erst richtig zur Geltung kommt. Denn wir leben heutzutage nun mal in einer extrem vernetzten Welt und da ist es wirklich essentiell, dass wir im Endeffekt auch schon mal schauen, für wen denn überhaupt unsere Geschichte zum Beispiel in Frage kommt, um da auch die richtigen, vielleicht grundsätzlichen Medien erstmal einzusetzen und zu nutzen. Und dann kommen wir natürlich in den Bereich Location-Based Storytelling. Das heißt, ein Transmedia-Storytelling-Projekt sollte auch immer das Potenzial birgen, einem Erlebenden oder eine Erlebende wirklich mal fernab vom Computer eine Welt erleben zu lassen. Das heißt, wieder das Zurückführen, den Transfer in die reale Welt zu schaffen. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Jetzt habe ich eben gerade schon von Medien gesprochen und diese Statistik, diese Umfrage zeigt ja eigentlich schon sehr deutlich, dass zum Beispiel der Umsatz von Smartphones relativ stark angestiegen ist, während der Umsatz von normalen mobilen Telefonen immer weiter zurückgeht. Und Smartphones bieten natürlich ganz andere Möglichkeiten heutzutage, dass ich mich in der Welt bewege, dass ich etwas mit der Welt anstelle. Und die einfachste Möglichkeit, die meisten dieser Smartphones heutzutage bieten, sind zum Beispiel das Auslesen solcher QR-Codes, die ich irgendwo in der Gegend anbringen kann, wo ich Teile meiner Geschichte unterbringen kann und dadurch die Experiencer von einem Ort zum anderen, ich will jetzt nicht sagen steuern kann, aber ihnen zumindest die Möglichkeit geben kann, diese Geschichten an verschiedenen Orten zu erleben. Eine andere Möglichkeit sehen wir hier dargestellt, das ist die App Zombies Run. Davon gibt es natürlich inzwischen relativ viele, die sich in diesem Bereich versuchen und ausleben. Zombies Run ist aber eine sehr spannende App, weil sie uns die Geschichte erzählt, dass die Welt einem Virus zum Opfer gefallen ist, nachdem der Großteil der Menschheit sich eben in Zombies verwandelt hat. Und es gibt aber eine letzte Bastion, das ist nämlich Abletown. Und wir befinden uns in unserer ersten Mission in dieser App quasi im Anflug auf Abletown, werden allerdings unterwegs abgeschossen und müssen die letzten 5 Meilen noch zu Fuß laufen. Und das Besondere an dieser App ist, dass sie nicht einfach nur eine Geschichte erzählt, sondern dass sie uns im Endeffekt dazu animiert, unsere Laufschuhe anzuziehen, während wir also die Kopfhörer die Kopfhörer in den Ohren haben und dass wir uns auch wirklich in Bewegung setzen, weil es kann durchaus passieren, das wird alles per Zufall gesteuert, während uns die Geschichte erzählt wird, kann es nämlich sein, dass plötzlich eine Horde Zombies irgendwo auftaucht und die Verfolgung aufnimmt und wir dann tatsächlich Hacken oder Fersengeld, wie man sagt, geben müssen, um diesen Zombies wieder zu entkommen. Also das heißt, die App informiert uns dann auch regelmäßig, wie nah die Zombies inzwischen sind oder ob wir es geschafft haben, aus dem Gefahrenbereich herauszukommen oder ob sie dann zu nah gekommen sind und gibt uns auch weitere Anweisungen, was wir tun können, um dort herauszukommen. Die Geschichte, die erzählt wird, ist in diesem Fall auch sehr spannend, weil sie so ein bisschen den Hintergrund beleuchtet, wie es überhaupt zu einem solchen Virusausbruch kommen konnte. Also ich will natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, wer das jetzt noch ausprobieren möchte. Das macht sehr viel Spaß, das tatsächlich mal zu unternehmen und mal wieder rauszugehen. Man muss auch nicht unbedingt laufen dabei. Es ist auch möglich, das Ganze im Gehen zu machen. Also für Leute wie mich ist das ganz gut. Aber im Endeffekt, das nächste Besondere ist, dass man, wenn man unterwegs ist und die Geschichte quasi hört, dass man dann so verschiedene Objekte, Artefakte unterwegs einsammeln kann. Und diese Artefakte wiederum sind wichtig, weil dadurch, dass wir jetzt die letzte Bastion sind, in der die letzten Menschen leben, müssen wir uns ja irgendwie auch verteidigen gegen Zombies, müssen diese Bastion weiter ausbauen, müssen dafür sorgen, dass das Krankenhaus, was es dort gibt, natürlich auch weiterhin gut funktionieren kann. Und das können wir halt machen mit den Dingen, die wir unterwegs finden, sofern wir nicht selber Opfer eines Zombie-Angriffs werden. Der Inspektor Tripton ist ein weiteres Beispiel für Location-Based Storytelling. Wobei bei Inspektor Tripton das sehr schön ist, das ist eine Vermischung eigentlich aus dem, was ich vorhin gezeigt habe, aus dem Monkey Island
Prinzip, also so ein bisschen den Point-and-Click-Adventure, aber in der realen Welt. Also das heißt, es lässt mich durch die Gegend laufen, bestimmte Orte aufsuchen, die von der App, von der Geschichte vorgegeben werden. Und bei Inspector Tripton geht es jetzt in diesem Fall schon darum, einen Mordfall aufzuklären. Und vor Ort habe ich dann immer bestimmte Möglichkeiten, aus denen ich auswählen kann, aber ähnlich dann wirklich wie bei Monkey Island. Also da kann ich dann bestimmte Gegenstände miteinander verwenden oder Personen übergeben. Ich kann Gegenstände erhalten mit allem, was dazugehört und kann mich da immer tiefer vorarbeiten, bis ich dann irgendwann den Mörder entdeckt habe. Dann habe ich Ihnen eine kleine Übersicht mitgebracht, weil ich ja schon eingeleitet habe, dass es inzwischen relativ viele dieser Apps und dieser Möglichkeiten gibt. Und das, was ich Ihnen jetzt bisher vorgestellt habe, ist eigentlich so ein bisschen hier auf dieser Seite. Sie sehen aber, es gibt noch einen ganzen, ich will nicht sagen Rattenschwanz, das ist sehr negativ das Wort, aber es gibt noch wirklich einen großen Berg weiterer Möglichkeiten, weiterer Apps, die man sich in diesem Zusammenhang anschauen kann, wenn man da selber noch mal ein bisschen einsteigen möchte. Die nächste These ist dann, dass es auf jeden Fall einen Lean-Back- und Lean-Forward-Modus geben sollte. Das hat einen relativ einfachen Grund, denn wir alle kennen das, dass wir eigentlich, wenn uns etwas von der Geschichte her mitreißt, dass wir dann auch bereit sind, uns mitreißen zu lassen. Wir kennen aber auch das Gegenstück, wenn wir wirklich irgendwie den absolut schlechtesten Tag des Jahres erwischt haben, dann kann die Geschichte noch so mitreißend sein, dann haben wir einfach keine Lust, das zu machen. Und genau für solche Fälle muss es dann einen Lean-Back-Modus geben. Und auch da habe ich ein Beispiel mitgebracht. Wie frisch. Gerade reingekommen, 67, natürlicher Tod. Hat hier gearbeitet. Ich kannte ihn. Er war nett. Schön. Lassen Sie uns mit der Reitgerte anfangen. Ein alter Freund von mir, John Watson. Wir wissen nichts voneinander. Ich weiß nicht, wo wir uns treffen wollen. Ich kenne nicht mal Ihren Namen. Hat Ihnen Geld angeboten, um mich auszuspielen? Ja. Haben Sie es genommen? Nein. Schade, wir hätten es uns teilen können. Nicht zu Ende gedacht. Vorläufige Untersuchungen deuten auf einen Selbstmord hin. Sie haben alle das gleiche Gift genommen. Sie wurden alle an Orten gefunden, zu denen Sie keinerlei Beziehung hatten. Keiner von Ihnen hat vorher irgendwas gemacht. Es kann aber auch keine Serien-Selbstmorde geben. Offenbar wohl doch. Rechts an Einbahnstraße, Baustelle, Ampel. Buschbrot, Zebrastreifen, nur links an die Ampel. Was meinen Sie, Dr. Watson? Wir haben ein ganzes Team da draußen. Die arbeiten nicht mit mir. Es ist schon gegen die Vorschrift, dass ich Sie hier reingelassen habe. Ja, weil Sie mich brauchen. Gott, stimme ein. Es ist Mord. Bei allen. Ich weiß nicht, es waren keine Selbstmorde. Sie wurden alle von derselben Person getötet. Ein Serienmörder, wie ich den liebe. Da kann man sich immer auf etwas freuen. So, an dieser Stelle überspringe ich das mal wieder, um ein bisschen im Zeitrahmen zu bleiben. Sherlock hat eventuell der eine oder andere auch schon mitbekommen, ist auch bei uns im deutschen Fernsehen schon gelaufen, ist aber eine Produktion der BBC, die eigentlich genau das, was ich eben sagte, über Lean Back und Lean Forward sehr schön vormacht. Nämlich, sie bietet auf der einen Seite die TV-Show an, die ich einfach, wenn ich wirklich mal irgendwie einen schlechten Tag gehabt habe, einfach nur genießen kann. Oder aber, weil ich es auch gar nicht besser weiß, gucke ich mir einfach nur die Sendung an, die aber noch einen Schritt weiter geht. Nämlich, wenn ich dann wirklich möchte, dann gibt es zum Beispiel die Seite The Science of Deduction, was im Endeffekt die Homepage von Sherlock Holmes ist, auf der man dann, während die Sendung läuft, mitverfolgen kann, was er jetzt gerade wieder für Hinweise gefunden hat, die zur Klärung des Mordfalls beitragen. Und da sieht man hier auf der rechten Seite verschiedene Case-Files, die da dann abgebildet sind, die ich mir selber auch anschauen kann, teilweise auch runterladen kann. Und so werde ich auch wieder zum Teil der Geschichte. Darüber hinaus sehen wir hier aus einer anderen Folge, wie Watson, der Gefährte von Holmes, gerade etwas in seinen Laptop eintippt. Und wenn man genau hinschaut, dann geht es gerade darum, er sucht gerade nach einem Titel für einen Blogbeitrag, was einfach damit zusammenhängt, dass er selber auch einen Blog hat. Auf dem passiert im Endeffekt genau das Gleiche. Also auch da kann ich, während die Sendung läuft, live mitverfolgen, wenn er etwas in seinem Blog schreibt, dass das dann veröffentlicht wird. Und so kann ich noch besser, noch stärker zum Teil der Sendung werden, wenn ich das möchte. Und kann mich selber noch stärker auf die Mörderjagd mitbegeben, was hin und wieder wirklich sehr spannend sein kann.
Außerdem bietet dieser Block noch etwas anderes. Über diesen, vielleicht ganz kurz Handzeichen, wer hat die Sendung gesehen? Auch die zweite Staffel schon komplett gesehen? Sind ein paar weniger? Okay. Dann spoilere ich nämlich nicht zu viel, wenn ich das jetzt sage. Dieser Counter, der spielt erst in der zweiten Staffel eine etwas, ich will nicht sagen große Rolle, aber der spielt da auf jeden Fall eine Rolle, weil Sherlock und Watson natürlich in der Serie auch immer mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Sherlock dann irgendwann mutmaßt, dass durch diese ganzen Internetauftritte, die sie haben, also durch seine Seite, aber besonders auch dadurch, dass Watson immer wieder auch ganz tolle Titel findet, um die Mordfälle zu beschreiben, dass dadurch die Aufmerksamkeit immer stärker vergrößert wird. Und um dem entgegenzuwirken, setzt Watson irgendwann diesen Counter außer Gefecht. Also der bleibt dann irgendwann bei dieser Zahl stehen, sodass man sich in dem Fall nicht mehr wundern darf, warum der nicht weiterzählt. Das wird dann auch thematisiert in der Sendung. Und das wird deswegen wichtig, weil in einem Teil in der zweiten Staffel sein Blog nämlich gehackt wird von einer anderen Person. Das sehen wir hier in diesem Beitrag. Hello Boys, do forgive me for hacking into your blog. Und darunter ist ein Beitrag zu sehen, der, wenn er abgespielt wird, eine Nachrichtensendung ist über ein unglaubliches Geschehen, was ich aber jetzt nicht erzählen möchte, weil vielleicht möchte es der ein oder andere noch sehen. Jedenfalls, dieses Ereignis hat bestimmte Reaktionen hervorgerufen, die sich auch natürlich wieder im Internet größtenteils abgespielt haben, wie zum Beispiel hier, dass eine Gruppe von Fans der Serie sich zusammengeschlossen haben und ein Foto geschossen haben, auf dem sie in großen Lettern zum Ausdruck bringen, We believe in Sherlock Holmes. Oder aber auch, ich weiß nicht, ob das hier auch der Fall war, ich habe es zum Beispiel in Leipzig selber mal gesehen, dass dort überall so verschiedene Plakate hingen, auf denen eben auch We believe oder I believe in Sherlock steht zum Abreißen, was natürlich alles mit dazu beiträgt, dass es auch wieder zurückfokussiert auf die Sendung. So, dann kommen wir schon wieder zur nächsten These. Und zwar ist es die These der Unendlichkeit. Ein Transmedia Storytelling Projekt sollte nicht, aber es kann die Möglichkeit nutzen, irgendwann in die Unendlichkeit überzugehen. Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist eine andere Serie der BBC, nämlich Doctor Who, die also inzwischen ja zum x-ten Male nicht wiederbelebt wurde, aber dann weitergeführt wurde. Der ursprüngliche Doctor Who ist, so ist es zumindest auch in der Geschichte verankert, wird von Zeit zu Zeit mal ausgelöscht und dann wird diese Aufgabe jemand anderem, einem neuen Doctor Who, übertragen. Und ein solches Konzept, das zieht sich ja inzwischen über mehrere Jahrzehnte hinweg, ist natürlich auch für ein Transmedia-Storytelling-Projekt denkbar. Das ist jetzt also in diesem Fall nicht so zu verstehen, dass das schon ein Beispiel dafür ist, aber wäre es ein Transmedia-Projekt, wäre es ein Beispiel dafür. So ist es gedacht. Genau. Und dann stellt man sich natürlich immer wieder die Frage, wie kann man eigentlich irgendwie auch finanziellen Gewinn aus solchen Dingen schlagen oder sagen wir mal nicht gewinnen, aber wie kann man das irgendwie so organisieren, dass man auf jeden Fall nicht noch mehr Geld reinstecken muss, um das Ganze zu realisieren, sondern dass man so ungefähr etwas über null rauskommt. Und da auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, nämlich, das möchte ich Ihnen am Beispiel der Perplex City einmal verdeutlichen. Die Perplex City war damals ein Alternate Reality Game, was in England seinen Ursprung hatte. Und Alternate Reality Game deswegen, weil es einerseits die Geschichte erzählte, dass in einem Paralleluniversum in einem Museum ein goldener Würfel gestohlen wurde. Den goldenen Würfel habe ich Ihnen jetzt leider nicht mitbringen können, aber ich habe Ihnen zumindest eine Karte mitbringen können, dieses goldenen Würfels. Diese Karte war Bestandteil eines Sammelkartensets, was es dazu gab. Insgesamt gab es 560 Sammelkarten dazu und die konnte man natürlich kaufen, also so wie man das auch von Yu-Gi-Oh! Karten kennt oder keine Ahnung, wie die alle heißen, Pokémon und so weiter. Das heißt, in so einem Tütchen, was man kaufte für irgendwie 5 Pfund, befanden sich 7 Karten drin. Und zum Beispiel diese goldene Karte, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, war dann relativ selten enthalten.
Es gab andere Karten, die waren häufiger enthalten und so musste man sich aber sein komplettes Set aus 560 Karten nach und nach zusammenstellen und zusammenkaufen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, einen Extrastrang einzubauen, um die Geschichte voranzutreiben auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite, um ein bisschen finanzielle Mittel hereinzuholen. Ich habe hier auch ein paar Karten mitgebracht, die können Sie sich auch gerne nach dem Vortrag gleich einmal anschauen, da wir dann ja in die Pause gehen. Die Karten sind so aufgebaut, dass man auf der Rückseite einen Teil eines Kartenausschnittes, also eines Straßenkartenausschnittes der Perplex City hat. Und auf der anderen Seite finden wir dann ein Rätsel vor. Und jede Karte hat ein ganz eigenes Rätsel. Also insgesamt gab es dann 560 Stück davon. Und hier oben auf der Karte gibt es so einen Bereich, den man frei rubbeln kann. Damit geht man auf diese Seite der Perplex City, loggt sich dort ein, gibt diesen eindeutigen Code, weil jede Karte ist tatsächlich nur einmal vorhanden, obwohl es von den Motiven auf den Karten durchaus mehrere Abzüge gibt, trägt diese Karte dann ein und erhält dann dafür auch Punkte. Nicht nur Punkte, sondern das ist dann wiederum das Besondere daran, man erhält durchaus auch Informationen, die für die Geschichte des ARGs dann wiederum wichtig sind. Weil es geht ja im Endeffekt noch darum, diesen Würfel wiederzufinden und herauszufinden, wer hat den überhaupt gestohlen, warum wurde der gestohlen, gab es irgendeinen Grund für und wie sind überhaupt die ganzen Hintergründe dieses Überfalls. Und trotzdem waren die Karten nicht nur eine Möglichkeit, sondern es gab darüber hinaus noch eine zweite, ein bisschen finanzielle Mittel aufzumachen. Das war zum Beispiel dieses Brettspiel, was ein bisschen aufgebaut ist wie Trivial Pursuit, also man stellt sich gegenseitig relativ schwere Fragen und erhält dafür dann im Gegenzug Punkte und kann da also dann auch wiederum zurück fokussieren auf die Perplex City. Und diesen goldenen Würfel, der wurde dann tatsächlich nach circa einem Jahr von einem Engländer in einem Wald in England gefunden. Gleichzeitig war mit dem Wiederentdecken des Würfels auch einen Geldpreis verbunden, den der Finder dann auch bekam. Steht hier auch irgendwo drauf. Und zwar 100.000 Pfund hat er quasi für diesen Würfel bekommen. Jetzt sind das natürlich nur zwei Möglichkeiten, aber wenn wir das jetzt einfach mal weiterdenken, gibt es auch da nochmal wieder ganz viel Potenzial, um so etwas zu refinanzieren. Also zum Beispiel, indem ich in meiner Geschichte eine Figur ein E-Book schreiben lasse, was Mehrwert zur Geschichte bietet, dann kann ich dieses E-Book zum Beispiel zum Verkauf anbieten. Oder ich habe einen Illustrator in meiner Geschichte als Figur und der zeichnet einen Comic oder der ist halt besonders gut im Malen oder Ähnlichem. Also auch da gibt es relativ viel Potenzial. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zur letzten These, nämlich der kollaborativen Zusammenarbeit. Dadurch, dass eine solche transmediale Story immer auch ja, sehr, sehr weitläufig ist, über mehrere Medien geht und sehr viele Nebenstränge hat und sehr viele Figuren zu befüllen hat, ist es eigentlich von einer Person nicht mehr, wie soll ich sagen, abforderbar, dass sie das alles alleine machen kann, sondern da ist der interessante Punkt, dass eigentlich hier die kollaborative Arbeit schon beginnt. Also setzen sich in diesem Stadium, um ein solches Projekt zu realisieren, tatsächlich schon mehrere Leute zusammen und die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen am besten noch, dass man einen Drehbuchautor genauso in der Gruppe dabei hat wie eine Theaterkünstlerin oder Ähnliches. Und diese Gruppen können dann auch unterschiedlich groß sein, aber das Wichtige dabei ist halt, sie arbeiten Hand in Hand zusammen. Und dafür gab es jetzt auch einige Beispiele im Internet, zum Beispiel von Fritz Plus. Vielleicht hat das ja auch jemand mitbekommen. Da sind quasi diese ganzen Charaktere, die wir hier unten sehen, realisiert worden. Die gibt es zum Teil auch immer noch im Internet, die posten auch immer noch, die interagieren auch immer noch mit anderen realen Profilen. Und außerdem gab es dann noch eine Aktion vom Maxim Gorki Theater auf Facebook, wo quasi die Effi Briest aufgeführt wurde und man als Teilnehmer, als Zuschauer dieser Facebook-Veranstaltung dann zum Beispiel
mitentscheiden konnte, wie das Brautkleid von ihr aussieht, was man dann über eine Kommentarfunktion bzw. über diese Möglichkeit, die Facebook zur Verfügung stellt, dass man ja so Umfragen machen kann. Und all das war halt mit eingebunden, um ihr jetzt das entsprechende Brautkleid auszusuchen oder in welcher Kirche geheiratet werden soll und all sowas. Und als Abschluss dazu einen ganz kurzen Einblick in den Film. Bei dem gibt es jetzt, glaube ich, keinen Ton, also von daher. Ach doch. Gut, wahrscheinlich kann man das etwas schlecht lesen. Also das fängt halt auf dieser Seite an und fortan posten die Schauspieler des Stückes in ihren Rollen auf dieser Facebook-Seite verschiedene Inhalte des Theaterstücks und bringen gleichzeitig das Publikum mit dazu, teilzunehmen, indem sie das Publikum anfordern oder einfordern, bestimmte Fragen zu beantworten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, der Effi einen Liebesbrief zu schreiben, wie man das am besten macht, dann wird irgendwie gemeinsam an diesem Brief gefeilt. Das war jetzt hier noch was, eine andere Diskussion. Aber es wird dann auch immer wieder hin und her geschaltet. Hier wird jetzt gerade die Umfrage gemacht nach dem Brautkleid, wie das jetzt ausschauen könnte. Und so entwickelt sich halt das Theaterstück immer weiter, bis es dann eben durchgespielt ist. Es werden neue Anfragen, war zwar als offene Gruppe angelegt, aber trotzdem konnte nicht jeder sofort in dieser Gruppe etwas posten, der als Zuschauer da war. Dafür musste der dann erst freigeschaltet werden. Und das hat man aber jederzeit so nach und nach immer wieder gemacht. Und wenn es dann doch zu laut wurde, das ist ja so für ein Theater, wenn wir uns jetzt so eine normale Theatervorstellung vorstellen, könnte das ja bedeuten, dass da irgendwas aus den Fugen läuft. So wurde hier dann zum Beispiel immer eine Unterbrechung gemacht und dann wurde das Publikum aufgefordert, sich wieder ein bisschen zu beruhigen, um dann mit den nächsten Schritten und den nächsten Akten weiter fortzufahren. Genau, aber das waren die 11 Thesen im Schnelldurchlauf, hätte ich beinahe gesagt, aber vielen Dank für die Aufmerksamkeit und genau, die Karten habe ich noch hier, also wer da mal draufschauen möchte oder auch ein Rätsel lösen möchte, sie liegen auf jeden Fall da und für Fragen stehe ich natürlich auch gern zur Verfügung. Haben Sie vielen Dank, Herr Müller. Auf Fall. Das ist die letzte Frage. Ich schließe gleich an den letzten Punkt an. Irgendwo heißt es, muss man ja auch von dem Material leben können. Wir hatten heute Vormittag die freien Amateure, zunächst bei Herrn Heller die freien Amateure, die einfach so schreiben. Aber das ist ja hier schon viel in einem ganz anderen Bereich gemacht. Das setzt einfach viel mehr Arbeit voraus, viel mehr Arbeitszeit. Wie sieht es denn aus mit dem wilden Dutzend? Schreibt ihr schon schwarze Zahlen oder hängt es immer noch irgendwo an einem großen Verlag oder einem großen Sponsor im Hintergrund, der Mittel vorgibt? Also beim Wilden Dutzend ist es tatsächlich so, dass es ein noch sehr kleiner Verlag, der hängt aber auch nicht irgendwo an einem größeren Verlag, sondern da kommt alles aus der Community heraus. Wenn es jetzt irgendwo, also es gab zum Beispiel bei dem Finale des letzten Buches gab es zum Beispiel eine Schattentheateraufführung. Also auch das geht immer in die verschiedensten Medien, die verschiedensten Bereiche rein. Und diese, um das zu finanzieren, wurde zum Beispiel eine Crowdfunding-Kampagne durchgeführt, die dann relativ erfolgreich abgeschlossen hat. Und so wurde das Ganze finanziert. Ansonsten wäre es für den Verlag zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Welche Summe spricht man denn da? Wenn man am Anfang das sieht, wenn die da mit dem Gleiter in der Nacht die Blinkelemente abblicken lassen, ist ja nicht gerade billig. Was kostet denn Ihrer Erfahrung nach so ein ARG? Wie viele Leute müssen denn im Hintergrund als Puppet Master mitarbeiten? Also bei so großen ARGs wie jetzt diesem Mission Icefly, das war für eine Kaugummi-Marke aus den USA, die auch bei uns extrem Werbung machen mit verschiedensten seltsamen Geschmacksrichtungen. Die haben schon relativ viel bezahlt, also da sind wir sehr schnell im sechsstelligen Bereich.
das kann natürlich ein Verlag wie jetzt das Wilde Dutzend oder ähnliche andere Kleinverlage noch nicht aufbringen, aber die versuchen dann natürlich durch die Community das Ganze umzusetzen. Wie viele Leute haben da mitgearbeitet? Bei dem ARG kann ich es leider nicht genau sagen, weil da steckt dann natürlich auch eine große Agentur hinter und die wird sicherlich ein Team, ich schätze jetzt mal grob, von mindestens 10 richtig aktiven Leuten abgestellt haben, die einfach immer geschaut haben, wie entwickelt es sich, wo müssen wir irgendwo nachnavigieren, was man dann bei einer solchen Geschichte schon machen muss. Plus x Leute, die dann für diverse Dinge zuständig waren, wie zum Beispiel Artefakte auslegen, die gefunden werden müssen und alles, was dazugehört. Ja. Ja, Sie haben vorhin gesagt, bei diesem kleinen Verlag, das spielt alles im selben Universum sich ab, oder Sie versuchen das alles zu verbinden. Wie funktioniert das? Also ich meine, wenn man jetzt, ich kenne das nur von größeren Verlagen, viele verschiedene Bücher publiziert, die lassen sich schwer in ein Universum einbauen. Ja. Wie machen die das? Beim Wilden Dutzend ist es so, zumindest das, was der Öffentlichkeit bekannt ist, sagen wir es so, dass im Endeffekt die eine der Hauptfiguren, die immer wieder auftaucht und agiert, halt diese Adele ist, die ich vorhin auch kurz vorgestellt habe. Adele ist im Endeffekt auch eine Figur, der ein gewisser Charakter zukommt, nämlich sie ist eine Detektivin, die sich halt mit ihrer Spürnase aufmacht, Dinge herauszufinden. Beim ersten Buch ging es zum Beispiel um einen toten Fotografen aus England, der ein Buch zusammengestellt hatte, ein sehr lyrisches Buch. Das war eine viktorianische Schattenschronik und der Autor war einfach auf mysteriöse Art und Weise trotzdem irgendwo verschwunden und Adele hat sich quasi als Mitglied dieser Loge des Wilden Dutzends aufgemacht, um zu erforschen, was denn überhaupt der Hintergrund war, wie es zu dem Buch kam und was dazugehört. Genauso macht sich Adele übrigens jetzt auch wieder auf, das ist jetzt das zweite Buch, was der Verlag rausbringt, und genauso macht sich Adele jetzt gerade wieder auf, um zu erforschen, was denn damals, also warum die Grimms ihre Geschichten so veröffentlicht haben, wie wir sie eigentlich heutzutage alle kennen. Und deswegen wurde auch dieses Buch veröffentlicht, um auch zu zeigen, dass die Geschichten eigentlich alle noch ein bisschen anders waren. Aber da gibt es halt eine Diskrepanz und die wird versucht, damit aufzudecken. Ja, Sie haben von Public City ja geredet und ja. Es wird ja ein sehr elaboriertes ARG. Also ja. mit den Karten und auch mit dem Preis von 100.000 Euro oder Dollar oder was man da. Ja, Pfund, ja. Genau. Wie, können Sie das ein bisschen erklären, wie das kam, dass das so ausgegangen ist? Letzten Endes habe ich gehört, dass es ja dann nicht weitergegangen ist in der zweiten Staffel, also dass es inhaltlich dann nicht weitergegangen ist. Wie hängt das mit diesem Geschäftsmodell auch zusammen? Das würde ich ehrlich gesagt nicht aufs Geschäftsmodell beziehen, dass es nicht weitergegangen ist. Ich glaube, also das, was ich mitbekommen habe, und auch das sind leider jetzt natürlich nur Gerüchte, deswegen ist das, hilft das wahrscheinlich nicht viel weiter, ist eigentlich, dass es auch da eine Diskrepanz gab mit der Leitung und mit dem Team, was durchgeführt hat. Also das ursprüngliche Team von Mind Candy, was Mind Candy auch groß gemacht hat und was die erste Season der Perplex City veröffentlicht hat, das existiert bei Mind Candy in der Form nicht mehr, sondern die haben eine neue Agentur aufgemacht, die heißt Six to Start. Und die sind zum Beispiel auch verantwortlich für dieses Zombies Run, was jetzt hier, was ich auch kurz vorgestellt habe. Und meines Wissens hat es eher daran gelegen, dass es nicht weiterging und nicht, weil es irgendwie nicht mit der Story vereinbar war. Was hat Sie veranlasst, ein Manifest zu erstellen? Das war tatsächlich ein ganz konkreter Auftrag. Wir waren von der Frankfurter Buchmesse eingeladen, uns Gedanken zu machen über die Zukunft des Geschichtenerzählens. Und wir haben uns mehrere Tage erstmal den Kopf zerbrochen, wie wir überhaupt an diese Sache rangehen, um dann zu sagen, okay, vielleicht ist es dann interessant, eine Art Manifest aufzustellen, was aber eben nicht bedeutet, dass es jetzt alles in Blei gegossen, sondern was wirklich als solches anzusehen ist, dass man es irgendwo als Leitfaden verwenden kann. Also jemand, der selber immer mal schon ein Transmedia Storytelling-Projekt machen wollte, kann das Manifest nutzen, um eine Basis daraus zu ziehen, weil das bedeutet halt nicht, ich muss alle 11 Thesen auf jeden Fall erfüllen. Es soll mehr heißen, okay, nimm dir doch irgendwie eine These und noch eine und vielleicht noch eine dritte und schau, was du daraus Neues machen kannst. Experimentier einfach ein bisschen. So ist es eigentlich gedacht.
was ich dabei auch sehr spannend finde, so in der Überlegung von Henry Jenkins in dem Convergence Culture, taucht er immer wieder auf, weil das ist so einen starken basisorientierten Aspekt hat. Also er spricht von Grassroots Culture, dass popkulturelle Mythen als Geschichtsnetzwerke ausgebaut werden. Lässt sich bisher schon erkennen, wie es hierzulande aussieht, in welchem Verhältnis dies einerseits Marketingkampagnen sind, die dann, wenn sie abgeschlossen sind, auch wieder verschwinden, so wie diese Batman-Sachen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es gab ja auch noch eine gefakte Zeitung als Werbeblatt, in dem Harvey Dent, also der Schurke Two-Face, als District Attorney von Gotham City antritt. Das sind ja alles so Sachen, die dann nur in der Zeit interessant sind, wo der Film startet, vielleicht noch bis hin zur DVD-Auswertung und dann verschwinden die wieder. Ja. Und das wäre die eine Seite. Und die andere wäre, ist das tatsächlich so eine Art Geschichtennetzwerk entsteht und hat dann, wenn man sich 10 Jahre später das wieder anschaut, hat man im Idealfall das Spiel, das Buch und vielleicht noch den Comic, dass man dann das ganze Universum erschließen kann. Jetzt wäre schon was abschätzen, wie ungefähr das Verhältnis ist. Also wenn man jetzt rein Deutschland betrachtet, dann ist es tatsächlich noch sehr auf Marketing ausgerichtet. Da gibt es eigentlich, es gibt eine, auch eine Grassroots-Kultur hier, aber die ist sehr klein. Da gibt es momentan so alle 2-3 Jahre mal ein Transmedia-Storytelling-Projekt oder sprechen wir da ruhig noch von Alternate Reality Game, weil das so die Form ist, die sich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen aus dem Marketing heraus etabliert hat. Aber ich glaube tatsächlich, um das in den USA und überhaupt in englischsprachigen Bereichen abzuschätzen, da ist es inzwischen gang und gäbe. Also da gibt es auch diese Grassroots-Bewegung, die extrem viel Aufwand treibt, um von Fans für Fans solche Geschichten zu erzählen und anderen eine Freude damit zu machen. Das ist da wirklich sehr stark vorhanden und sehr stark verwurzelt. Und genau daher kommt es dann im Endeffekt auch. Gut, gibt es denn schon Infos zu der Motivation von den Leuten, die da mitmachen? Weil ich meine, wenn ich jetzt bei The Dark Knight oder so mich da einspannen lasse, dann mache ich ja eigentlich dafür Werbung und zahle womöglich auch noch dafür. Was ist denn dann die Motivation? Gibt es da schon? Die Hauptmotivation liegt tatsächlich im Erleben. Also der Hauptfaktor ist im Endeffekt, dass man Dinge erlebt, die man sonst nicht, also wo man einfach nicht in die Möglichkeit kommt oder in die Chance kommt, so etwas zu erleben. Weil Bestandteil eines solchen Projekts oder einer solchen Geschichte sind meistens irgendwelche Events oder Elemente, die mir einen Vorteil bringen gegenüber ganz vielen anderen, der mich quasi auf eine andere Stufe stellt. Zumindest für den Zeitpunkt des Events. Und das kann eben ein besonderes Erlebnis sein, dass zum Beispiel ein besonderes Feuerwerk einfach entfacht wird oder dass ich eine neue Technologie vor allen anderen ausprobieren darf. Das kann ganz verschieden sein, aber die Hauptmotivation liegt darin, etwas zu erleben, was ich sonst einfach nicht erlebe. Ist denn diese Gruppe von Leuten, die da mitmachen, relativ homogen oder ist es... Sie ist auf jeden Fall sehr bunt gemischt. Sie besteht eigentlich aus allen Altersgruppen, auch aus allen, aus jeglicher Art von Arbeitsverhältnis. Also da sind Rechtsanwälte, Ärzte genauso vorhanden wie Kindergärtnerinnen oder Hausmeister oder ohne jetzt irgendeine Wertung da reinbringen zu wollen, aber da ist wirklich alles vorhanden. Also, ja. Ich danke mich für einen interessanten Vortrag. Danke auch.